Du hörst Süß-Sauer der China-Podcast und in dieser Folge beantworten wir viele der Fragen, die ihr uns im Jahr 2021 zugeschickt habt, zu China und zu Yang und mir. Los geht's! Da zha hao, Pangyou men, xin nian kuai le! Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zum Süß-Sauer der China-Podcast. Ich bin Yang und mit mir am Mikrofon ist... Hallo, hier ist Steffen. So, Steffen, das ist eine Weile, bis du endlich wieder was auf Chinesisch gesagt hast in unserem Podcast. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, hallo zusammen, fröhliches neues Jahr. Ja, hallo zusammen, fröhliches neues Jahr. Das passt ganz gut zu dem Datum. Denn wir nehmen die Sendung am 1. Januar 2022 auf. Sehr gut, ersten Tag des neuen Jahres arbeiten wir schon fleißig. Ist ein gutes Zeichen, ne? Absolut, so muss man ins neue Jahr starten. Nicht mit Vorsätzen, sondern direkt anpacken und einfach eine neue Folge aufnehmen. Und für uns ist es ja nicht so sehr Arbeit, sondern wir haben ja auch sehr viel Spaß dabei. Ja, für dich ist nicht viel arbeiten, weil ich die Sendung schneide. Ja, okay. Ja, was haben wir heute vor? Wir wollen heute über all die Fragen reden, die ihr uns so im Laufe des Jahres 2021 zugeschickt habt. Und da haben wir mal so ein Best-of genommen und gehen mal heute die Fragen durch, damit ihr alle mal die Antworten hört, die wir sonst so in Direktmessages bei Instagram oder per E-Mail geschickt haben. Ja, ich denke, das wäre auch ein guter Schluss für unser letztes Jahr. Und natürlich, wenn wir über verschiedene Punkte sprechen, können wir nicht über jeden Punkt so ganz tief reingehen. Aber wenn ein bestimmter Punkt euch besonders interessiert, schreibt uns gerne bei Instagram. Dann vielleicht machen wir eine einzelne Folge drüber. Genau, ihr findet uns bei Instagram unter China-Podcast. Und jetzt kommen wir zur ersten Frage, passend zu Xinyan, zum neuen Jahr. Warum gibt es überall zum chinesischen Neujahr, das ja dann im Februar sein wird, rote Unterwäsche zu kaufen? Yang, hast du eigentlich heute rote Unterwäsche an, am deutschen Neujahr? Er guckt gerade. Guckt in seine Hose. Ganz zufällig, ja. Also ich habe tatsächlich rote Unterwäsche an, aber habe ich nicht mit Absicht so gemacht. Ich muss sagen, man trägt rote Wäsche im chinesischen Neujahr, aber nicht jedes Jahr. Ich denke, das haben wir schon einmal in einer sehr alten Folge drüber gesprochen, nämlich man trägt rote Unterwäsche, wenn man sein Geburtsjahr hat. Verstehst du, so 12 Jahre ein Zyklus, wenn du 12, 24, 36 wirst, dann trägst du rote Unterwäsche. Weil in diesem Jahr kriegst du eigentlich sehr viel Unglück. Und rote Unterwäsche bringt dir dann viel Glück. Dann das schützt dich sozusagen durch dein Jahr des Unglücks. Genau, und dann sieht man schon, Rot ist eine sehr glückliche Farbe in China. Und man sieht auch so, ist nicht nur rote Farbe, so rote Dekoration, sondern auch so rote Schriftzeichen sieht man überall, wenn man so ein Fest hat oder Neujahr oder Hochzeit. Und ich finde ganz interessant, vor ein paar Tagen habe ich mit Virginia bei Instagram geschrieben und die hat auch sowas geschrieben, nämlich die Braut trägt rote Kleid zur Hochzeit, so traditionell. Ja. Das stimmt, also eigentlich traditionell trägt Braut so rote Kleid und der Mann trägt so ein, wie heißt das, so ein große rote Blumen vor der Brust. Ja, was am Revers, so Blumenbouquet an der Brust. Ja, circa sowas. Und man hat auch rotes Schriftzeichen, bedeutet Glück oder Fröhlichkeit, also Xi, ein rotes Schriftzeichen, hängt man überall, für die Hochzeit. Eigentlich müssen wir auch mal was über chinesische Hochzeiten machen. Ich glaube, ab und an haben wir mal drüber gesprochen, aber das ist ja doch sehr unterschiedlich zu deutschen Hochzeiten. Ja, ich denke, eigentlich sollen wir machen. Der Grund, warum wir bis hier immer noch nicht gemacht haben, vielleicht weil der Anlass so fröhlich ist und wir hassen sowas. Oder du. Ne, ich gehe gern auf Hochzeiten.
Also notieren wir auf unseren Zettel, wir hören mal, wir machen mal eine Folge zum Thema Hochzeiten, und wenn ihr mehr über chinesische Feste hören wollt, dann hört doch mal in unsere dritte Folge rein, da haben wir was gemacht über Feste in China, vom Mondfest bis Single Day. Kommen wir zur nächsten Frage, die wird jetzt ganz persönlich. Yang, wie oft hast du Heimweh? Du lebst ja jetzt schon seit 6 Jahren in Deutschland. Ja. Wie oft hast du denn Heimweh? Also ich muss sagen, ich habe sehr viel unterschiedliche Weh, aber Heimweh habe ich nicht so häufig. Ich bin eher so ein Mensch, der die Zeit genießt, wo er gerade ist. Also wenn ich in Deutschland bleibe, ja, vermisse ich China nicht. Und wenn ich in China bin, dann ja, denke ich auch nicht viel an Deutschland. Also ich lebe einfach an dem Ort, wo ich bin. Ja. Okay. Ich komme ja aus Rostock. So oft habe ich auch nicht Heimweh, aber wenn ich mal da bin, ist auch schön. Ja, und dann musst du wirklich zu dem Ort kommen, wo du original hier kommst. Ja, und dann erzähle ich von früher. Ja. Von deinem Plattenbau-Leben. Wie heißt es? Leben im Plattenbau. Ja, genau. Aber ich habe ganz viel Fernweh auf jeden Fall. Und deswegen ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, warum ich hoffe, dass wir alle bald wieder mehr reisen können. Denn ich würde gern mehr von der Welt sehen und mein Fernweh stillen. Kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Die geht an uns beide. Was hat dich am meisten überrascht, als du das erste Mal in China oder das erste Mal in Deutschland warst? Willst du mal anfangen? Was hat dich das erste Mal überrascht, als du in Deutschland warst? Also eigentlich die Überraschung hat so angefangen, nicht in Deutschland, sondern in Paris, weil ich in Paris meinen Umstieg gemacht habe. Und das war Mitternacht und das war meine erste Flugzeugerfahrung überhaupt. Ich bin vorher nie geflogen, deshalb war ich schon super aufgeregt. Und aber erstmal, es ging mir ziemlich gut, weil ich habe gut im Flugzeug geschlafen und habe gut gegessen. Ich war so überrascht und ich war so glücklich und meinte, oh, Flugzeugessen war so lecker. Das war so. Ich glaube, da gibt es nicht viele Leute, die das sagen. Nee, ich denke, das ist so, weil das meine erste Erfahrung war. Und ich war sehr glücklich und sehr positiv aufgeregt. Dann habe ich in Paris meinen Umstieg gemacht und war super nervös. Und das war Mitternacht, waren kaum Leute. Ich musste mit Shuttlebus fahren und ich hatte keine Ahnung, ob ich richtig war. Das war schon eine große Aufregung. Das war die erste Überraschung, wie groß ein Flughafen ist. Also in China gibt es sehr viele große Flughäfen, aber ich bin vorher nie geflogen. Deshalb so war ich schon überrascht. Und dann bin ich von Paris nach Deutschland geflogen und war ein bisschen peinlich. Ich wusste nicht, kurz vor dem Landen soll man nicht mehr aufstehen. Und ich bin aber kurz vor dem Landen aufs Klo gegangen. Und mein Ohren war total zu und die Steward hat versucht, mich anzusprechen aufs Klo. Und ich konnte nichts sagen und das war so wackelig. Ich saß noch auf Toilette und die Frau hatte die Tür geklopft und meinte die ganze Zeit, are you okay? Are you okay? Und das war total peinlich. Und dann habe ich in Deutschland gelandet. Die Überraschung war, ich bin von einem großen Flughafen, also Peking und Paris, nach Hannover gekommen, so ein Mini-Flughafen. Und dann, ich war wieder so. Also Hannover ist ja wohl Weltstadt. Da kommen die Scorpions her, Musti und Gerhard Schröder. Was will man mehr? Aber dieser Eindruck war so klein, kalt, leer. Ja, und natürlich, während der Reise habe ich auch sehr viele Europäer gesehen. 10-mal, 50-mal so viel, als ich in meinen ersten 21 Jahren gesehen habe. Und ich war auch so überrascht, so von der Gesichter her, weil alle sehen so anders aus als Chinesen oder Asiaten. Und ich war auch so ein bisschen so beängstigt davon, weil so als ein Dorfkind, das kaum exotische Gesichter gesehen hat, das war so irgendwie sehr viel für mich, ja.
Also was ich bemerkenswert finde, ist auch, dass du mit Anfang 20 halt einfach ins Ausland gegangen bist und jetzt nicht, oh, ich ziehe nach Amsterdam, was so, ne, von Deutschland nach Amsterdam oder von Deutschland nach London, sondern vom Kontinent zu Kontinent, wirklich mit ganz anderer Kultur. Da habe ich wirklich großen Respekt vor. Ich glaube, das hätte ich mit Anfang 20 nicht so hingekriegt. Und um auch die Frage zu beantworten, was hat mich am meisten überrascht, als ich das erste Mal in China war, das war einfach die komplett andere Kultur und die Größe und die Digitalisierung und auch diese Vielfalt vom Essen. Das hat mich halt einfach überrascht, weil ich war auch schon mal in New York und da war es halt so, das kennt man irgendwie aus Filmen und Serien. Da kennt man Ecken und so, da kennt man die Stadt. Aber China kennst du halt nicht wirklich aus Filmen oder aus Serien, wenn du nicht wirklich danach gesucht hast. Und das hat mich halt so überrascht, was dieses Land alles zu bieten hat, was man gar nicht weiß. Einfach diese vielfältige Kultur und vor allen Dingen auch das Essen und auch die anderen gesellschaftlichen Regeln, die es da gibt. Und da habe ich halt auch gemerkt, es tut immer ganz gut, mal ins Ausland zu gehen, um einen anderen Blick auf seine Heimat zu kriegen. Und das war eigentlich für mich so das Überraschende an China, auch bei der zweiten Reise nochmal. Und ja, ich hoffe, dass ich bald wieder hinkomme und dann wieder neue Ecken von China entdecke. Ja, die nächste Frage geht darum, wie habt ihr euch kennengelernt? Kann ich ganz kurz zusammenfassen. War 2017 in Hannover und da warst du mit deinem Kumpel unterwegs und ich habe euch einfach angesprochen auf dieser Party auf Chinesisch und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Ja, weißt du, was mein erster Gedanke war, als du uns angesprochen hast? Gott, was denn? Erstens, mein erster Gedanke war, oh Gott, endlich hat jemand uns angesprochen. Also, ich war vorher fast nie in der Kneipe und man kennt sowas nur von Film und Serie. Dann hat man irgendwie das Gefühl oder Einstellung, dass man in Kneipe immer angesprochen wird, obwohl das nicht stimmt. Ja. Und dann zweiter Gedanke war, natürlich, spricht jemand uns an, der Chinesisch spricht. Ja. Der extrem gut Chinesisch spricht, wolltest du sagen, ja. Genau, extrem. Das führt uns auch schon zur nächsten Frage. Was ist besonders schwer beim Chinesisch lernen und beim Deutsch lernen und wie gehst du damit um? Also vielleicht fange ich mal an. Ich arbeite mich ja auch schon seit Jahren an der chinesischen Sprache ab und es ist ein Auf und Ab. Und ich bin nach wie vor, sage ich ja, Analphabet, also lesen kann ich nicht wirklich, sondern mache alles über Pinyin, weil die Schriftzeichen für mich noch nicht, mein Gehirn hat das noch nicht erfasst, wie man sich diese Schriftzeichen merkt. Und woran ich eigentlich dauerhaft arbeite, das weiß Yang auch sehr gut, ist halt die Aussprache von Z, von C, von S, von Q. Von J, von X, von... ja, von diesen sechs. Und das ist halt extrem schwer, gerade wenn man aus Norddeutschland kommt wie ich, wo man eigentlich normalerweise beim Sprechen nicht den Mund aufmacht, ist es halt extrem schwierig, in den 30ern dann so sich die Sprache zu erschließen, zumindest für mich einfach. Aber es ist eine große Fleißarbeit einfach und ich bin da sehr dankbar für, dass du, Yang, so ein geduldiger Lehrer bist. Also ja, ich kann das sagen, so wie man damit umgeht, das ist auch genauso, so wie man ein Kind erzieht oder wie man eine Beziehung führt, nämlich Geduld. Also, weil wir lernen häufig zusammen und dann habe ich gemerkt, so wie streng ich sein kann als ein Lehrer. Das fließt einfach in der Familie, ja. Weil meine Eltern alle Lehrer sind und da merke ich schon, dieser große chinesische Lehreranteil in meinem Körper, muss ich auch sehr viel daran arbeiten, so geduldig und ruhig zu bleiben. Und was wir ja festgestellt haben, ist auch, dass da ja auch wieder Kulturen aufeinandertreffen. Also wie lerne ich als Deutscher und wie lernst du als Chineser? Und das ist völlig unterschiedlich. Ich brauche das mehr spielerisch. Mhm. Ich habe jetzt so ein Kartenspiel, mit dem ich das lerne. Und mit dem man dann, wo wir dann auch Sätze bilden und so, ja. Während du extrem fleißig dich hinsetzt, stundenlang liest und das in deinen Kopf reinkriegst, so lerne ich, kann ich leider nicht lernen. So, da sind wir unterschiedliche Typen. Genau, also ich muss jedes Mal versuchen, meine Augen nicht zu rollen, wenn du sagst, ich brauche eine Logik,
Ich brauche so was, um das zu verstehen. Oder ich kann nicht stundenlang da sitzen und Wörter schreiben. Oder wenn ich sage, kannst du bitte den Satz nochmal langsam wiederholen. Ja, dann muss ich immer, dann denke ich immer in meinem Kopf, warum kannst du nicht stundenlang da sitzen und schreiben? Ich kann das. Und ja, ich habe das so gemacht, ja, seitdem ich 6, 5 war. Siehst du, in dem Alter habe ich noch rumgedödelt, Comicserien geguckt und mit Lego gespielt und nicht irgendwelche Sprachen gelernt. Aber dann kannst du ja auch ganz schnell die nächste Frage beantworten. Wie ist eigentlich Steffens Chinesisch? Sehr gut, ne? Alles klar, du nix. Dann ja, wie wir eben schon gesagt haben, extrem gut. Ich finde es immer ein bisschen so, ich soll das nicht beurteilen, weil ich sehr streng bin und auch so bin einfach gewöhnt, alles runterzureden. So deshalb so, ich denke, ich schätze dein Chinesisch schlechter, als du wirklich bist. Danke. Ja. Schön, dass ich das jetzt auch mal auf Ton habe und alle das hören. Dann haben wir eine Frage gekriegt, wie seid ihr auf die Idee zum Podcast gekommen? Also so ein bisschen lag das daran, dass ich Yang immer mit ganz vielen Fragen gelöchert habe zu China, zur chinesischen Kultur, auch beim Chinesisch lernen. Und dann dachten wir uns irgendwann, wir müssen mal andere daran teilhaben lassen, weil China so viel zu bieten hat, was man in wenn man deutsche Medien konsumiert, so gar nicht erfährt einfach. Da muss man schon ein bisschen mehr eintauchen und auch Interesse haben. Und mein Background ist Journalismus, Kommunikation, da lag das so ein bisschen nah und ich fand das Format Podcast auch ganz gut. Das war so, ich sag mal, ein Baustein, warum wir diesen Podcast gemacht haben. Ja, und ich finde, man wird schon häufig angesprochen mit derselben Frage, so irgendwie. Deshalb so ist irgendwie auch, habe ich gedacht, warum? Ja, man bekommt immer dieselbe Frage und muss man jedes Mal circa dieselbe Antwort geben. Und dann habe ich gedacht, ja, wäre eigentlich ganz gut, wenn ich nur sage, ja, dann hör doch meine Podcast-Folge XY. Ja. Das ist schon cool, oder? Cooler Move, wenn man einfach sagen kann, hör doch mal in meinen Podcast rein. Ja, sorry, mein Kalender ist zu voll, um deine Frage zu antworten, dann hör bitte meinen Podcast. Sehr cool. Aber gibt es eine Frage, die du gar nicht mehr hören willst? Ich erinnere mich, du hast mal gesagt, du findest die Frage total blöd. Woher kommt denn dein Name? Ich fand das nicht blöd. Es fällt mir einfach schwer zu beantworten, weil wenn man so fragt, dann meine erste Gedanken war, komm von meinem Vater. Also ich denke, das ist sehr nett gemeint, aber das war für mein deutsches Niveau ein bisschen schwer zu verstehen. Ich habe nicht sofort verstanden, das ist eigentlich eine Frage, woher kommst du? Also ich bin eigentlich gar nicht verstört, wenn man mich fragt, woher kommst du? Ich denke, das ist vielleicht bei Leuten einer Immigranten zweiter Generation. Das ist ein bisschen ein Thema, was die ein bisschen nervt. Aber ich bin selber nicht so, weil ich nehme mich als Ausländer wahr. Deshalb, wenn ich mich vorstelle, ich sage immer selber, hallo, ich bin Yang, ich komme aus China und so, ist mir kein Problem. Okay. Dann haben wir eine Frage gekriegt, die zum Thema Studium in Deutschland ist, wenn Chinesen und Chinesinnen nach Deutschland kommen, um zu studieren. Und ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. Was waren eigentlich deine Ziele und deine Träume, als du zum Studium hier nach Deutschland gekommen bist? Das klingt so lustlos. Dann formulier es doch lustvoll. Ja, okay. Weil ich finde, vielleicht für Europäer, für viele Leute, die Ziele sind, um die Welt mehr zu sehen oder so, um ein anderes Lebensstil auszuprobieren. Aber für mich ist er sehr praktisch. So, weil wenn du im Ausland mal studiert hast, du kannst damit deiner Arbeitgeber zeigen, dass du gut bist. Also zumindest aus einer chinesischen Perspektive, weil das ist schon sehr viel Herausforderung, im Ausland zu studieren und zu leben. Und dann zeigt auch zumindest dein Sprachniveau ist ziemlich gut. In China Sprachkenntnis ist eigentlich ziemlich wichtig, finde ich, für uns so Uni-Absolventen.
So, Englisch ist wichtig, und wenn du Deutsch lernst, und da hast du noch eine extra Sprache, und das ist noch extra Pluspunkt. Oder man verbindet Deutschland einfach mit guter Industrie, Technologie, und es gibt auch so viele deutsche Firmen, die in China sehr aktiv sind. Und die haben eigentlich einen guten Ruf, und ist eigentlich ein guter Job für mich damals, also in der Zukunft in einer deutschen Firma arbeiten zu können. Aber das war alles so, ich bin davon ausgegangen, dass ich nach meinem Studium zurück nach China komme und dort arbeite. Das wäre sehr viel Pluspunkte für mich, wenn ich mal im Ausland studiert habe. Und wie sind so die deutschen Unis im Vergleich zu den, sag mal, weltweiten Unis? Also es gibt ja in China auch so eine Top 3, Top 5 an Unis. Jetzt, was du an der Uni Braunschweig, die habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm als Top 5 Uni in Deutschland. Warum lachst du? Ich habe ja auch an der Uni Rostock studiert, die ist ja jetzt auch nicht exzellent in irgendwas, was ich studiert habe. Ja. Deswegen ist das gar nicht abwertend gemeint. Ich bin jetzt aber verstört, weil ich finde, TU Braunschweig soll auf jeden Fall besser als Uni Rostock sein. Weiß ich nicht, also müssten wir jetzt mal gucken. Ich habe jetzt auch Politikwissenschaften und Geschichte studiert. Du hast Elektrotechnik studiert, also vielleicht lassen wir diesen Vergleich mal beiseite und gucken mal, wie ist denn das mit den Top-Unis in oder mit der TU Braunschweig? Ist die renommiert in China oder hätte dich das da weitergebracht, wenn du da jetzt einen Jobeinstieg machst? Nee, eigentlich generell sind die deutschen Unis ziemlich unbekannt in China. Weil so wir... Uns ist sehr wichtig Rankings, und eigentlich auf der Liste oder Chart dominieren amerikanische und britische Unis. Und so zum Beispiel als Chinese, was uns sehr, sehr toll ist, zum Beispiel die Ivy League. Also die Uni, die von dieser Ivy League Gruppe sind, die sind sehr, sehr gut, und die sind circa Träume von alle Studenten, die in Amerika studieren wollen und sowas. Für mich, also ich habe in Deutschland studiert, das hat nicht so wirklich eine Rolle gespielt, weil diese Ranking, diese Chart ist sehr wichtig in China, aber die deutsche Unis performen sehr schlecht da. Ich glaube, es gibt nur 2, 3 deutsche Unis, die auf Top 100 sind. Ich glaube, TU München, so eine Uni aus Berlin. Und so diese technische Hochschule in Aachen und die... Und dann natürlich die in Rostock müsste dann auch dabei sein. Ja, vielleicht eine Chart von der lokalen Redaktion gestellt. Übrigens, meine Heimatuni hat damit geworben, studieren mit Mehrwert. Und Mehrwert war mit Doppel-E geschrieben, weil die Ostsee ja vor der Tür liegt. Ja, ich finde, ich würde weniger von studieren mit Mehrwert angesprochen als studieren ohne Mehrwertsteuer. Also wenn das Slogan stimmt, wo eine Uni ist, werde ich vielleicht mehr angesprochen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist das Mensa-Essen günstiger und die Bücher? Ja. Vielleicht hier auch nochmal ein Hinweis, wenn ihr Interesse habt, mehr zu erfahren über Schule und Uni in China oder auch das Arbeiten in China, dann hört doch mal in unsere Folgen 10 und 11 rein. Da sprechen wir über diese beiden Themen, Arbeiten in China und auch Schulunterricht und Studieren in China. Ja, Yang, was sind eigentlich so die Jobs, die das größte Ansehen in China besitzen? Ja, ob ein Job gutes Ansehen besitzt, kommt auf unterschiedliche Faktoren an. Zum Beispiel verdienst du sehr gut Geld und dann bekommst du schon sehr gutes Ansehen. Das ist nämlich momentan in IT-Branche. Das ist eigentlich auch momentan die größte Branche in China. Also 23% der Uni-Absolventen gehen in die IT-Branche. Wenn du in dieser Branche in der größten Firma arbeitest, dann denken die Leute, wow. Zum Beispiel vor ein paar Tagen sagt man noch BTA, so Baidu, Tencent, Alibaba. Ich würde sagen, jetzt das verändert sich ziemlich schnell. Vielleicht ist BTA ist ByteDance, Tencent, Alibaba und ja, Meituan vielleicht. Und das ist auf jeden Fall die größte Branche momentan in China und hat schon zumindest ein großes Ansehen zwischen den jungen Leuten. Außerdem gibt's auch traditionelle Jobs mit sehr guten Ansehen, nämlich wenn du zum Beispiel in der Uni arbeitest oder
in einem Institut arbeitest. Institutjobs haben ein sehr großes Ansehen regional zwischen den Elterngenerationen. In China viele Institute werden so nummeriert. In meiner Heimat gibt es Institut 13 und Institut 54. Da habe ich schon vielleicht mit 15 habe ich schon von meiner Mutter gehört, ach, wäre top, wenn du in der Zukunft an dem 54. Institut arbeiten kannst. Das ist auch so Job mit sehr gutem Ruf. Und was momentan auf jeden Fall sehr gehypt ist, Beamte. Und das ist auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Wenn das euch auch interessiert, schreibt uns gerne, vielleicht machen wir irgendwann eine Folge drüber. Nämlich Beamte wird immer beliebter in China. Für dieses Jahr 2022 werden 30.000 Stellen ausgeschrieben und dafür gibt es 2,02 Millionen Bewerber. Das ist Rekordzahl und 500.000 mehr als letztes Jahr. Irgendwie momentan wollen alle Beamte werden, weil das so ein sicherer Job ist. Vielleicht auch wegen der Zeit, weil gerade so sehr viel Unsicherheit besteht. Und am krassesten ist eine Stelle in Tibet Post. Da wird nur eine einzige Stelle ausgeschrieben und dafür, für diese Prüfung, haben sich 20.000 Leute angemeldet. Man sieht, wir sollten mal eine Folge zum Thema Beamten machen. Das ist ja wirklich sehr, gibt viel zu erzählen dazu und ist sehr beliebt in China. Wie ist die Situation für gleichgeschlechtliche Paare in China? Die Frage hat uns auch erreicht und ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Also es ist nicht gesetzlich verboten, aber aufgrund der gesellschaftlichen Struktur kann man auch nicht so frei leben wie in Deutschland aktuell. Einfach weil die Eltern, die Großeltern da andere Vorstellungen haben, wie das Leben ihrer Kinder ablaufen soll. Und in den Folgen 16 und 17 über LGBTQ+ in China haben wir auch drüber geredet und auch mal so einen tiefer gehenden Einblick gegeben. Und da haben wir auch erzählt, dass viele homosexuelle Menschen in China zwei Leben führen. Ein öffentliches und ein privates Leben oder auch ein Leben gegenüber ihrer Familie und ein Leben abseits ihrer Familie. Also wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hört gerne mal in die Folgen 16 und 17 rein. Und uns hat auch eine Frage erreicht zum Thema Dating in China. Also daten eigentlich Chinesen gerne Ausländer oder eher Chinesinnen und Chinesen? Und ist das vielleicht auch ähnlich unverbindlich manchmal, Stichwort One-Night-Stand, wie bei uns? Dazu haben wir auch mal eine Folge gemacht, die Folge 15 zum Dating in China. Aber fass doch mal kurz zusammen, wie läuft ein Dating in China ab? Na, das kommt darauf an, was für ein Dating-Art du nutzt. Natürlich, typischerweise sehr traditionell ist, na, man wird durch die Familie oder Eltern verkuppelt. Oder zum Beispiel in dieser Folge haben wir auch gesprochen, Hochzeitsmarkt. Auf so einem Park kannst du na, Leute suchen mit entsprechenden Kriterien, die dir wichtig sind. Und natürlich auch vielleicht, wenn wir über One-Night-Stands sprechen, dann ist eher so modernes Dating und so, wenn du eine App nutzt. So in Deutschland gibt es natürlich Tinder, Parship und sowas. In China gibt es auch lokale Anbieter wie Tantan oder Soul und so. Da kannst du Leute kennenlernen und eher junge Leute und One-Night-Stand gehört natürlich auch dazu. Ne? Wenn du keine feste Beziehung willst, kannst du da vielleicht auch Casual-Sachen suchen. Also wenn ihr mehr dazu wissen wollt, zu Dating in China, hört mal in unsere 15. Folge rein. Das Spannende ist nämlich, dass es in China 30 bis 40 Millionen mehr Männer als Frauen gibt und das natürlich auch ein Problem ist auf dem Dating-Markt. Also übrigens 30 Millionen Männer mehr, so mein Neffe ist gerade im Kindergarten und meine Mutter hat mir erzählt, in seiner Klasse gibt es nur 2 Mädels. Okay, krass. Also ich weiß nicht, wie viele die insgesamt haben, aber nehme ich an mehr als 10. Dann haben wir noch eine Frage gekriegt zum Thema Familie in China. Ein Kind-Politik kennt ihr wahrscheinlich, die ja aktuell eine Drei-Kind-Politik ist, wurde ja erweitert. Und wie sieht das eigentlich mit Frauen und Karriere aus in China?
Auch dazu haben wir mal eine Folge gemacht, Familienpolitik, und so einen kleinen Deep Dive gemacht, unsere Folge 20. Da wird auch klar, dass es ja sozusagen Zielvorgaben für das Schlafzimmer gibt. Also die Bevölkerung verändert sich sehr in China, ähnlich wie in Deutschland schon in den vergangenen Jahrzehnten. Und China braucht mehr Kinder, damit die Bevölkerung nicht überaltert, ähnlich wie wir das in Deutschland ja auch haben. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen, gerade auch 2021 hat China da Verschiedenes eingeleitet, um den Menschen mehr Anreiz zu geben, doch Kinder zu kriegen und zu heiraten. Also hört da auch mal in Folge 20 rein, wenn euch das Thema mehr interessiert. Dann ist es so, dass wir auch häufiger von euch Fragen zu politischen Themen kriegen. Also wie ist eigentlich das politische System in China? Was passiert eigentlich gerade in Hongkong? Warum gibt es einen Konflikt mit Taiwan beispielsweise? Wie findet eigentlich Meinungsbildung statt in China? Das sind alles sehr große Themen. Und wir beide sind halt nicht vom Fach. Ich habe zwar Politikwissenschaften studiert, aber China war kein Schwerpunkt davon. Und wir würden euch das gerne mal erklären, aber ich glaube, wir müssen uns in diesem Jahr dann mal eine Expertin oder einen Experten zur Seite holen in die Sendung, die da mal so mit uns so ein bisschen uns mitnimmt nach China und in das politische System von China und auch erklärt, warum ist das eigentlich gerade so und welche Konflikte gibt es da gerade auch auf der Weltbühne. Ja, ich denke, wir müssen selber uns auch mehr in die Themen einlesen, weil das schon ein empfindliches Thema ist. Es besteht schon sehr viel Vorurteile oder Missverständnis. Dann soll man lieber richtig machen und keine falsche Information liefern. Dann hat jemand unsere Folge vor genau einem Jahr gehört, nämlich die Klischeekiller-Sonderfolge, die wir 2020 rausgebracht haben im Dezember. Und da haben wir gesagt, Chinesen sagen niemals nein. Und hier fragt jemand nochmal, stimmt das wirklich? Und ich kann sagen, da ich Yang ja jetzt schon ein paar Jahre kenne, Chinesen sagen sehr oft nein. Ich würde so zusammenfassen, Chinesen sagen am Anfang sehr selten nein, aber die sammeln die Neins. Und irgendwann, wenn man sich sehr gut kennt, dann lässt man alle Neins los. Also die gesamte Summe wird nicht weniger als Deutsche und Europäer, würde ich sagen. Und entweder vielleicht formulieren wir das am Anfang so, wir machen so eine große Schleife und äußern die Kritik so unauffällig, dass man vielleicht manchmal gar nicht versteht. Oder wenn man sich wirklich so gut kennt oder man gehört zur Familie, dann äußert man diese Kritik und Nein super direkt und häufig sehr vorwurfsvoll. Das kannst du bestätigen. Ja, na, absolut. Und vor allen Dingen kann ich auch sagen, Deutsche sagen sehr oft nein. Also das gleicht sich dann irgendwann aus. Ist eher so, man müsste eher fragen, sagen Deutsche auch mal ja. Ja, und manchmal denke ich, ob du einfach sehr gewöhnt, direkt nein zu sagen, ohne Gedanken zu machen. Ich komme ja aus Norddeutschland, da labert man nicht so viel rum, sondern sagt das in kurzen, knappen Worten, was man davon hält. Und das ist aber nicht böse gemeint. Also kurze, knapp Wort im Sinne, ich finde es scheiße. Ja, beispielsweise. Oder diplomatischer dann ausgedrückt, ja. Jemand von euch hat auch gefragt, könnt ihr mal eine Folge über Konfuzianismus machen? Ja, können wir eigentlich, ne? Brauchen wir aber auch jemand, der uns mal so ein bisschen einführt in das Thema, weil mit Konfuzianismus hatte ich jetzt noch nicht so viel Berührung. Genau, weil das Thema ist auch schon ein bisschen wissenschaftlich, müssen wir uns auf jeden Fall ein bisschen einarbeiten. Aber ja, haben wir heute drüber gesprochen, finden wir eigentlich ein gutes Thema. Vielleicht machen wir irgendwann in diesem Jahr. Genau. Dann hat uns noch jemand gefragt, Stichwort Tofu-Buildings, also Gebäude, die schlechte Qualität haben, dass sie von alleine einstürzen. Yang, kennst du den Begriff Tofu-Building? Ich kenne diesen Begriff, das ist aber eher so ein Begriff, was man vielleicht in den letzten Jahrzehnten häufiger benutzt habe. Vor 10, 15 Jahren, das ist ein Gebäude mit sehr schlechter Qualität. Und zum Beispiel, wenn Erdbeben kommt, dann das stößt ab so wie ein Stück Tofu.
und sehr weich und sowas. Heutzutage, ich finde, hört man dieses Wort irgendwie selten. Aber ich finde, wenn ich das analysiere, warum so solche Tofu-Building gibt, ich muss sagen, so das Bauen läuft sehr unterschiedlich in Deutschland und in China. In Deutschland braucht man einen sehr langen Genehmigungsprozess und so. Vielleicht du brauchst 5, 6, 7 Jahre, bis du endlich anfangen zu bauen. Und in China geht das sehr schnell, und weil man sehr schnell sehr viel bauen muss. Deshalb so manchmal, na, ist man einfach praktisch und so beschleunigt diesen Prozess. Und vielleicht das beeinflusst schon die Qualität. Und ich muss auch sagen, in China erwartet man eine sehr viel kürzere Lebensdauer von den Gebäuden als in Deutschland. Weil in Deutschland, ich habe das Gefühl, wird kaum was zurückgebaut. In China ist aber sehr häufig so, du hast ein Haus, du wohnst da seit 30 Jahren und ist schon sehr lang. Und dann kommt schon jemand und will da was Neues bauen. Und dann wird dein Haus zurückgebaut und du kriegst in der Zukunft eine größere Wohnung oder sowas. Deshalb so, ich finde es schon sehr selten, dass man in China so ein Gebäude nach 50 Jahren oder 70 Jahren noch dasteht. Weil eigentlich man mietet diese Immobilien vom Staat und Mietedauer ist nur 70 Jahre. Und ist nicht wie in Deutschland, mein Haus wurde im Jahr 1893 gebaut. Deshalb so, man in Deutschland, wenn man so ein Haus 100 Jahre stehen lässt, braucht man schon eine bestimmte bessere Qualität als in China, wo die Gebäude nach vielleicht 30 Jahren neu gebaut werden. Dann kommen wir schon zur vorletzten Frage. Was ist deine Lieblingsfolge und warum? Fang du noch mal an. Meine Lieblingsfolge ist eigentlich die ziemlich aktuelle Folge, also China in dem Jahr 2000. Und weil ich sehr viel von meiner Kindheit erzählen konnte und von meiner Thermohose, von China-Kohl. Und ja, war irgendwie sehr nett. Ja. Ja, meine Lieblingsfolge ist die Folge 18, wo wir über die Wörter des Jahres gesprochen haben. Von Brokat, Barsch bis Versailles-Literatur. Und das fand ich so interessant, weil man da so tief eingetaucht ist in die chinesische Gesellschaft. Und dann hat dieser, ja, Wörter des Jahres, die kennt man ja auch aus Deutschland, so ein bisschen Einblick hat, was bewegt die Menschen eigentlich gerade dort. Und das fand ich halt extrem interessant, weil da habe ich sehr viel dazugelernt. Einfach Internetslang, Modewörter und so. Und daran konnte man auch gut ablesen, was bewegt gerade die chinesische Gesellschaft. Und 2022 gibt's ja wieder Wörter des Jahres, können wir wieder eine Folge zumachen. Ja, also ich denke, diese Folge hat schon viele Leute gut gefallen. Und wenn das bei euch auch dieser Fall ist, dann denke ich, müsst ihr nicht lange warten, bis die nächste Wort des Jahres Folge kommt. Und die letzte Frage ist ein Ausblick. Was habt ihr euch für 2022 vorgenommen? Ich fange mal an. Also zuerst mein großes Ziel, mein Chinesisch zu verbessern, wie jedes Jahr das mein Ziel ist. Und zu gucken, ob Yangs Geduld aufsteigt oder ob sie geringer wird dabei. Und ansonsten für den Podcast, wir haben das ja eben schon mal gesagt, dass wir mal wieder ein paar Gäste mit in der Sendung haben. Das fand ich immer eine schöne Abwechslung. Und vielleicht ja auch für euch, die zuhören, auch mal spannend, so andere Perspektiven mit reinzukriegen. Ansonsten, ja, hilft mir der Podcast auch immer, mich noch weiter in die chinesische Gesellschaft und Kultur einzufinden. Und deswegen bin ich immer auf der Suche nach spannenden Themen und denke, dass wir da auch für 2022 sehr fündig werden. Und ja, das waren so meine Vorsätze für 2022. Wie sieht's denn bei dir aus? Also meine Vorsätze, ja, erstens, ich würde meine Sprachkenntnisse besser verbessern. Also Deutsch natürlich und Englisch auch. Und ich möchte mehr Bücher lesen und so mehr so solche ruhige Aktivität unternehmen. Vielleicht das bringt auch was dazu, dass ich geduldiger bleibe beim Chinesisch lernen. Und ja, und für Podcasts, ich finde es sehr gut, dass wir im Jahr 2021 gut in so Rhythmus geblieben sind, dass wir jeden Monat was produziert haben. Und ja, mein Vorsatz für dieses Jahr ist, dass wir weiterhin so bleiben und dass wir ja immer neue
Themen finden können. Das war's mit unserer letzten Folge 2021, die gleichzeitig irgendwie auch unsere erste Folge 2022 ist, weil sie am 2. Januar erscheint. Wenn dir Süß-Sauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter und hinterlasse uns gern eine positive Bewertung für unseren Podcast. Neuerdings geht das übrigens auch über Spotify. Weitere Informationen und Links findest du wie immer in den Shownotes dieser Folge und eine neue Folge kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst und damit wünschen wir euch einen erfolgreichen und auch entspannten Start ins neue Jahr 2022. Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Yang und sage Zaijian.